Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ihr seht, es wird langsam Frühling bzw. Sommer. Die Sonne scheint, es ist herrliches Wetter und ich bin unterwegs zu einer kleinen Hornfeld-Tour mit meinem Firebird 29. Ja, die letzten Videos waren alle übelst verwackelt. Ihr habt es gesehen, die GoPro ist einfach abgekratzt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe jetzt mit dem GoPro Support Kontakt gehabt, weil ich dieses Abo, das es da gibt, abgeschlossen habe. Und da muss ich ja Support bekommen, beziehungsweise auch eine Ersatzkamera, sollte die GoPro nicht mehr funktionieren. Und die haben mir jetzt nochmal ein manuelles Update gegeben. Das habe ich jetzt installiert und die haben gesagt, ich soll das nochmal probieren. Das werde ich jetzt in dem Video machen. Nehme euch einfach mit. Auch für euch dann wieder Feedback in die Kommentare schreiben, ob es besser ist. Und ansonsten muss ich die GoPro einschicken und bekomme dann hoffentlich eine neue oder keine Ahnung, wie das abläuft. Muss ich dann schauen. Aber so wie die letzten Videos kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das sehe ich natürlich auch ein und möchte euch ja auch ein bisschen was Geiles bieten. Ja, ich bin gerade am Hochtreten Richtung meinen Hometrails und mal gucken, was da so abgeht. Ich war jetzt auch die letzten Tage nicht mehr auf dem Rad gesessen. Deshalb mal mit Hometrails reinstarten. Euch nehme ich mit, wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir genießen zusammen so ein bisschen das schöne Wetter. Auch wenn es relativ kalt ist im April. 4 Grad hat es halt vorhin gehabt, wo ich losgefahren bin. Aber jetzt hier in der Sonne ist es schon richtig angenehm. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Trail und let's go. So Leute, es geht los. Erster Trail. Wir haben es voll schaffen. Geil. Tight. Hier schön hochpaddeln. Full Speed. Paddle, paddle, paddle. Mal schauen. Vielleicht bekommen wir auch ein paar Strava Runs hin hier. Wow. Wow. Hart an die Bremse. Conditions sind echt ganz geil. Enge Kurve. Wow, bisschen muddy hier, aber geil. Schönes Loch eins. Oh, ein Reh. Scheiße. Mitten im Wald einfach ein Reh. Nice! Hammer! Ich hoffe, man hat es auf der GoPro gesehen. Und ich kann euch da eine Slow-Mo reinklatschen mit den 60 FPS. Anstrengend. Aber nice. Und wie grün es im Wald ist. Geil. So Leute, zweiter Trail für heute. Sogenannter vom Käusle. Wow! Fast schon gestorben hier. Highline. Die Kurve. Oh, schlecht gefahren. Ganz schlecht gefahren. Ausgebombt hier. Heile. Oh, sketchy. So.
okay. It's a bit steep. Tiefes Loch. So ein kleiner Jump. Und gleich noch einer. Nice one. So Leute, nächster Trail, gleich Einstieg wie vorher. Aber jetzt biegen wir hier rechts ab. Am Anfang steep, mit so ein paar Corners, die ziemlich tight sind und kein Schwert von dem Baum. Aua, oh, das hat weh getan. Am Anfang steep und dann kommen unten ein paar Jumps, oh, voll mit der Hüfte gegen Baum. Aua, aua. Oh, es ist hier geil grün. Geil, feierlich. Und jetzt Jumps. Geil, Mann. So. Ein bisschen locker werden nach dem Impact. Wow. Der. Da fehlt Erde. Stoppi. So, Leute. Der nächste Trail. Und der letzte auch hier am Hang. So, mir ist schon das runter aus der Tasche geflogen, deshalb eine kurze Unterbrechung hier. Boah, da muss man echt mal was gegen das Off-Camera-Zeug hier machen. Das lässt sich echt nicht schön fahren. Auch wenn man mit Fahrtechnik hier an den Start geht. Das ist komplett im Arsch, der Jump. So, hier kommen ein, zwei Jumps, die einfach gar nicht entschlossen sind. Aber geht schon. Wave it. So Leute, nächster Trail, jetzt kriegt Hypersmooth Arbeit, das ist der perfekte Test, denke ich, für euch, da wird's ruppig und steil und ich würde sagen, wir starten direkt rein hier.